Hallo und seid ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Assassin's Creed. Das letzte Mal haben wir Aussichtspunkte befreit, beziehungsweise entdeckt, enttarnt, irgendwas. Au! Oh, der tat weh. Einmal schon habt ihr ihn. Höre den Sohn Gottes! Tschüss! Action-Sicht. Hallo? Lauf, du Affe! Lasst ihn nicht entkommen! Nicht planen! Oh, nein, ist ein Bürger Not, das ist ungünstig. Jetzt habe ich eine Stadt oftmals. So, jetzt muss ich echt gut parieren. So, den Griff pariert. Die Wache pariert. Er ist mir ins Messer gesprungen. Ihn halt weggeschlitzt. Au. Halt die Schnauze, du Franzose. Puisse le Seigneur me donner la force dont j'ai besoin. Und du krepierst. Ja. Easy. So, dann mache ich die jetzt hier noch platt. Angeber. Angeber. Au. Na, siehst du denn nicht, dass du schon verloren hast? Du wirst mir nicht entkommen. Was war das denn? Au. Deiner Sabine her! Glaubst du, du könntest mir entfliehen? Zack. Haben wir es da mal? Darf war ich? War das der Letzte? Danke. Ich hoffe es. Doch riskiere ich besser nichts und eile heim. Und ich wette, dass ich es für eine Weile nicht verlassen werde. Ihr habt mir einen großen Dienst erwiesen. Das werde ich euch nie vergessen. Wache! Helft mir! Er versucht mich umzubringen! Ach, nee, du bist nicht auf meinem Plan. Du bist nicht wichtig genug. So, jetzt. Heide! Jetzt. Hallo! Runter mit dir. Ich finde das Greifen so lustig. Jetzt sorgen wir erstmal für ein weiteres Sim-Quadrat. Ich weiß, kein Quadrat. Ich habe es mir abgewöhnt, das zu versuchen. Und. Halt, falsche Richtung. Schert euch vor, Heide! Du Heide! Jetzt wird die Stimme. Ja, okay. Ich sehe, wie ich gestorben bin. Gibt's hier irgendwo einen Haufen, wo ich reinspringen kann? Oh oh. Wow. Ich hab mich ja schon fallen sehen, ne? Aber gut, dann fallen wir jetzt da rein. Reingefallen. Warte mal. Hilfe? Da
dachte, ich hätte gerade im Bürgernot gehört. Schaut, schaut, was macht er da? Ja, zieh dich bitte hoch. So ein Verhalten habe ich noch nie gesehen. So, zack. Wo ist der nächste Aussichtspunkt? Ich hol mir deinen Kopf! Nö. Oh. Du gehörst mir! Oh, ey, die... So, ich muss dann das nächste Mal in dieses Center für erleichterte Bedienung, um die Einrastfunktion zu deaktivieren. Das ist einfach saudumm. Wirklich, das ist super dumm. Caps Lock ist allgemein so eine dumme Erfindung. Wer kam auf diese kackbehinderte Idee? Wirklich. Wen soll der Blitz beim Scheißen treffen? Und dann, wenn man mehrmals die Shift-Taste drückt, dass dann die Einrastfunktion aktiviert wird, wer auf die behinderte Idee kam? Wirklich. Meine Fresse. So dumm kann doch kein Mensch sein. Echt, wer auf die Idee kam, der soll eine Woche Durchfall haben und kein Klopapier im Haus. Meine Fresse, ey. Auf was für dumme Ideen manche Leute kommen, ganz ehrlich. Boah, ey, das geht mir gerade so hart auf den Sack. Mutti. Haltet ein, bitte, ihr tut mir weh. So. Gleich wird mich die Wache wahrscheinlich wieder sehen, die da rechts hinter uns ist. Tut mir nichts, bitte. Du bist kein Mönch. Dein Gott hat dich verlassen. Diese Wachen sind so eine Arschlöcher, ne? Oh gut, französischer Akzent, deswegen. Aber warte, ich bin viel von denen. Wir können tun, was immer wir wollen. Zack. War das der letzte? Ich hoffe es. Doch riskiere ich besser nichts und eile heim. Und ich wette, dass ich es für eine Weile nicht verlassen werde. Ihr habt mir einen großen Dienst erwiesen. Das werde ich euch nie vergessen. Und du hast eine ganz schön lange Nase. Jetzt verpiss dich. Als nächstes kommt der Aussichtspunkt. Wer kann sowas getan haben? Och, ey, diese Kamera, ne? Weißt, ich bin schon angepisst von der Einrastfunktion. Dann noch diese fucking Kamera hier. Ich denke mir immer sehr viele interessante Begriffe beim Assassin's Creed Spielen aus. Ich muss dringend wieder Wurfmesser abziehen. Ich habe keine mehr. Und ohne Wurfmesser kämpft sich ein bisschen scheiße auf den Dächern. Ah, hier rechts ist die Plattform. Na, zieh dich hoch. Brav. Wie viele haben wir noch vor uns? Wir haben noch 3 Aussichtspunkte und mindestens einen Bürgernot. Oh shit, ich muss gleich in diesen... Ah, da haben wir auch direkt jemanden, dem wir Wurfmesser abziehen können. Einfach laufen. Ach, Scheiße. Das werdet ihr bereit. Das ist nicht gut. Scheiße. Nein,
Und so verschafft man sich etwas Platz in der Menge. Warum hat er das jetzt getan? Ach ja, die Steuerung ist mal wieder on top. Oh, du bist so dumm, Junge, ne? Nein, ihr versteht das nicht. Ich bin arm, Herr. Ich brauch das Geld. Doch. Wer wirft da? Wenn du nochmal mit dem Stein wirfst, bist du tot, ne? Hi. Nope. Ich hab's getan. Ich komm gleich runter, ne? So, ich habe mir das Gesicht der Frau gemerkt, die mich gerade mit dem Stein beworfen hat. Die stirbt gleich. Zumindest stirbt eine, die dieses Gesicht trägt. Die Charaktermodelle sind ja alle gleich hier in Assassin's Creed. Wer hat gesehen, was hier passiert ist? Echt nicht. Hier drüben! Was? Ihr könnt gar nicht sagen, dass ich das war. Schon bald wird es tot sein. Glaubt ihr nicht, was zu können? Ist der Teufel! Er war ein Diener Gottes. Er konnte aus Unflug, dünkt es mich. Stell dich deinem göttlichen Urteil! Du darfst es dich einzumischen! Ihr wagt es, euch einzumischen? Zack. Na? Noch mehr von euch? Ach, dich lasse ich sterben. Aber ich brauche doch Geld, Herr. Ich bin arm, krank und hungrig. Man muss den nicht mehr auf die Schnauze hauen. Die gehen von alleine, wenn man ein Schwert zieht. So. Brav. Ich bin nicht verletzt, aber ich hatte Glück, junger Mann. Bitte. Okay. Schön, dass du Glück hattest. Was habe ich denn denkt falsch sich dieser Mann nur? Sagt es mir doch. Ihr wagt es vor meinen Augen zu stehlen? Das kostet doch ein bisschen Geld. Ein paar Wofür schlicht das? Es ist einem göttlichen Urteil. Nicht tun. Ich denk's nicht, ich weiß es. Weil gerade drei von euch gestorben sind. Vier. Fünf. Danke. Vielmals. Sie sagt nicht, was sie von mir wollten. Aber ich sah das Böse in ihren Augen. Verzeiht, dass ich euch nichts für eure Tat geben kann. Aber meine Brüder sollen erfahren, dass ihr ein Freund von mir seid. Ich bin kein Freund von dir. Weißt du, wenn du mich doof anmachst, kriegst du auch aufs Maul. So einfach ist die Lage. So, ab wieder auf die Wurfmesser. Geht, Bauer! Bevor was? Sorry, ich hab den Satz nicht ganz gehört. Doch jemand etwas? Du dreckiger Dieb, dürft ihr euch nicht aufhalten. Dann hack ich dir die Hände ab. Lass mich los, bitte. So, dann ist direkt wieder ein Bürger in Not. Ihr wagt es vor meinen Augen zu stehlen. Ach ja, dann kriegen wir die in der Folge durch. Warum seid ihr so grob? Was habe ich euch getan? Ihr wagt es vor meinen Augen zu stehlen? Das kostet euch euren Hals. Könnt ihr auch mal was anderes sagen? Dieb, das wird dich lehren zu stehlen. Doch jemand etwas? Ja. Hin vor! Damit kommt ihr nicht davon! Soll ich Angst vor euch haben?
Ja, du solltest Angst haben. Ich denke, ich sollte euch danken. Aber denkt nicht, dass ich es nicht auch alleine geschafft hätte. Mhm. Trotzdem habt ihr recht gehandelt. Ich werde versuchen, den Gefallen zurückzugeben. Du, dürre Frau, hättest es alleine gegen die Wachen geschafft, ja sicher. Das ist furchtbar. Weißt du, die Wachen, die im Kämpfen trainiert sind. Und die Frau, die zu der Zeit höchstwahrscheinlich noch nicht im Fitnessstudio war. Hättest sicher gegen 5 bewaffnete, durchtrainierte Männer geschafft. Alles klar. Na, da ist schon wieder so ein Klopp da unten. Sagt es mir doch. Lass mich los, bitte. Ihr wagt es, vor meinen Augen zu stehlen? Das kostet euch euren Hals. Stirb, du Dieb. Gibt es einen Grund für diesen Unfall? Hier endet dein Leben. Hör auf, mich zu schubsen, du Assi. Das wird überhaupt nicht schwer. Du kannst mir nicht helfen, wenn du tot sein. Das wird überhaupt nicht schwer, aha. Ja, für mich ist es nicht schwer. Ach, weißt du was? Oh, heute ist Fortuna auf meiner Seite. Nur Gott allein weiß, was diese Männer mit mir anstellen wollten. Ein Glück, dass ihr rechtzeitig einschreiten konntet, Fremder. Mein Gatte wird von eurem Mut erfahren. Und ein letzter Aussichtspunkt. Oh, nicht noch eine. So. Wie blöd bist du, Junge? Alles klar. Super Spiel! Wenn sie von Wachen entdeckt wurden, unterbrechen sie den. Hallo, also. Freund, wenn ihr mich braucht, wisst ihr, wo ihr mich finden könnt. Alles klar, wofür solltet ihr die brauchen? Das hat sich gerade nach einem sehr eindeutigen Angebot angehört, mein Kollege. So, Fischmesser. Und rüber hier. Ja, du sollst klettern. Du sollst nicht die Wand angucken. Du sollst auch nicht mit der Wand schmusen. Ach, scheiße, die Wache muss ich ausschalten. Wer sieht mich sonst, wenn ich hier hochkletter? Aber dafür haben wir jetzt tatsächlich in dieser Folge alles abgeschlossen. Jetzt kommen dann in der nächsten Folge die Befragungsmission und alles und dann wird wieder gemordet. Speichern. Alle Aussichtspunkte im Nobelviertel von Akonaklom. Willst du Stress? Also geht doch. Ja, dann bedanke ich mich an der Stelle bei euch für eure Aufmerksamkeit. Hoffe, ihr hattet Spaß und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dann und ciao, ciao.